Hallo Leute und willkommen zurück zu Undertale. Der letzte Part war eigentlich relativ cool und auch lustig und wir hatten viel Papyrus-Fun. Aber anscheinend war ich mit meinem Mund zu nah am Standmikro und dadurch blärte ich leicht am Ende. Das hatte ich schon im Minigriff erklärt, aber jetzt sage ich es einfach auch nochmal, weil wer auch immer welches Projekt wie schaut. Da sind Steine. Oh. Was steht denn hier? This is a box. Ja, kennen wir schon. Huh. Use the box. Was haben wir denn? Ach so. Bicycle. Und Unicycle ist dann, Uni steht für 1. Das heißt, da haben wir nur 1 von. Das ist immer so ein Doppelpack. Das heißt, wir können quasi 2 Rucksackplätze mit einem belegen. Cool. Okay. Schauen wir erstmal, was hier unten ist. Ich habe keine Ahnung, ob mir das wehtun kann, aber lieber nichts riskieren. I swore I saw something behind that rushing water. Okay, hier, die können wir schon mal nicht wehtun. Huh? There's a camera behind the waterfall. Ja, hier auch noch. Achso, okay, dann soll das hier in der Mitte der Bereich sein. Okay, gut, eine Kamera. Das hilft mir irgendwie nicht. Hat das denn mit den Kameras irgendwas auf sich? Kann man da irgendwas später mitmachen? Das war so klar. Hier schubst ihr mich runter. Oh! Oh. There's a tutu lying on the ground here. Will you take it? Ja. You got the old tutu. Ah, da erinnere ich mich noch an etwas. Hm, hier sind schon wieder so Teile. Halt. Cool. Cool. Oh. Ich habe keine. Achso. Hier sieht es aus, als hätte ich keine Laufanimation. Okay. Oh nein. Kraft uns jetzt ein Pokémon an. Lol. Schon wieder ein Bosskampf? Hi, Undine. I'm here with my daily report. Regarding that human I called you about earlier. Huh? Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. What? Did you capture them? Well, no. I tried very hard, Undine, but in the end, I failed. What? You're going to take the human soul yourself. But Undine, you don't have to destroy them. You see... Ja, du siehst. I understand. I'll help you in any way I can. Schon wieder Bosskampf? Ach nein. Vielleicht wenn ich still bin? Oh man. Yo, did you see the way she was staring at you? That was awesome. I'm so jealous. How'd you do to get her attention? What did you do? Achso, was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Ja. Okay, man sieht schon, du hast es drauf. Nein! Wenn ich da hingehe, bin ich vielleicht der Bad Guy, den sie beaten up will. A feeling of dread hangs over you, but you stay determined. Ja, bleib ich. When four bridge seeds align in the water, they will sprout.
Okay, hört sich simpel an. Ja. Das ist ein Crack, mit dem ich nichts machen kann. Oh. Oh, neuer Gegner. Ah, Ron Flex ist in. The Seahorse has a lot of HP, horsepower. Achso, Pferdestärken, na klar. All of his attacks are harder to dodge at the bottom of the box. Check all you want. Smells like an underwater barnyard. Okay. Shu ist da wegscheuchen, ne? You flex. Aaron flex is twice as hard. Attacks increase for you too. Flexing contest? Okay, flex more. Nein. Was ist denn richtig? Aaron flex is twice. Oh nein. Hör auf. Nice, I won't lose though. Aber ich wahrscheinlich gleich. Ja! Okay, gut. So können wir den besiegen. Kann ich das Schild lesen? Nein. Schade. Ach man, immer dieses Zeug. Ich will hier endlich mal Rätsel mitlösen. If an error is made, the bell blossom can call bridge seats back to where they started. Ah. Wieso ist die Musik gerade so laut? Oh, halt! Okay, immer nur wenn es vier sind. Ja, immer wenn es vier sind. Congratulations, you failed the puzzle. Wow. Wow. Der war nicht schlecht. Den fand ich lustig. Okay, also irgendwo muss es hier... müssen vier in einer Reihe möglich sein. Und 3 geht nicht, oder was? Ich hab nie Idee. Wie macht man sowas? Müssen die 4 sich nur berühren? Es werden wohl auch nicht 3 in einer Reihe sein, oder? Nein, da oben wollte ich es... Da wollte ich es zwar nicht hin tun, aber okay. Nein, 3 reichen nicht. Okay. Das geht auch nicht. Ach, Mann. Okay, was sollen wir jetzt tun? Ich meine, ich bin ja anscheinend zu dumm dazu.
Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Juhu. Easy. Und geschafft. Hello, this is Papyrus. How did I get this number? It was easy. I just dialed every number sequentially until I got yours. Yeah, wow, das muss ewig lang gedauert haben. So, what are you wearing? I'm asking for a friend. She thought she saw you wearing a dusty tutu. Is that true? Are you wearing a dusty tutu? Nicht Tattoo, sondern Tutu halt. Nein. Natürlich nicht. So you aren't wearing a dusty tutu. Got it. You're my friend, so I trust you 100%. Have a nice day. Und ich trage das, ja? Aber das ist Absicht, dass ich ihm das so sage. A long time ago, monsters would whisper their wishes to the stars in the sky. If you hope with all your heart, your wish could come, would come true. Now all we have are these sparkling stones on the ceiling. Oh. Thousands of people wishing together can't be wrong. The king will prove that. Wishing room. Ah ja, gut. Das hätte ich mir denken können. Washua. Was bist du denn? Seeks to, halt, hide and seek, also seek ist halt Jagd darauf, to cleans the whole world, also er möchte alles sauber machen. Out, darn spot. Oh nein, Seife. Oh nein, Seife. Nein! Huh! Touch, oh, clean. You ask to clean you. It hops around excitedly. Green means clean. Ow. Nein. Is friends with a little bird. Geht schon? Ja, geht schon. Okay, wir wurden sauber gemacht. Come on, sis, make a wish. I wish my sister and I will see the real stars someday. Haha, jetzt geht's nicht in Erfüllung. Look through the telescope. Warum sollte man es nicht tun? Diese drei Augen da, also dieses, was dreimal rechts blinkt, ist das was? Hm. Ah, seems your horoscope is the same as last week. Ja, wenn die Steine mal gleich liegen. Oh. Ancient writing covers the walls. You can just make out the words. The war of humans and monsters. Ah, interessant. Also irgendwas über unsere Geschichte ist hier. Why did the humans attack? Indeed, it seemed that they had nothing to fear. Humans are unbelievably strong. It would take the soul of nearly every monster just to equal the power of a single human soul. But humans have one weakness. Ironically, it is the strength of their soul. Its power allows it to persist outside the human body even after death. If a monster defeats a human, they can take its soul. A monster with a human soul, a horrible beast with unfathomable power. Okay, also wär's nicht so gut, wenn jemand meine Seele kriegt. Und Flowey wollte die doch. It's an illustration of a strange creature. There's something very unsettling about this drawing. Darf ich nicht zurück? Oh. Oh. Hat er mich verraten?
Hat er mich echt verraten? Ich dachte ja eigentlich an was anderes. Nein! Lol! Es ist unfair. Hör auf! Lol. Lol. Oh. Our fate rests upon you. Jan, stay determined. Mach ich doch. Ach, Mann. Okay, dann auf ein neues. Na toll. Ist ja unfair. Ich dachte eigentlich an eine andere Stelle, wo es... wo ich extra das Falsche sagen wollte. Hi. Hilf! Tu es nicht! Nein, geh weg. Hä? Oh. Ne? Oh Gott, als ob er mich gerettet hat. Oh, und ihm geht's noch gut. Naja, dann. Yo, did you see that? Undine just touched me. I'm never washing my face ever again. Man, are you unlucky? Washer würde, wenn er dich sieht, dich sofort waschen. If you were standing just a little bit to the left? Yo, don't worry. I'm sure we'll see her again. Na, danke. Was ist denn eigentlich falsch mit ihm? This cheese has been here so long, a magical crystal has grown around it. It's stuck to the table. Wie alles andere. Knowing the mouse might one day extract the cheese from the mist. Ah man, it fills you with determination. Das finde ich bisher immer noch das Lustigste am Spiel. Können wir bitte endlich mal irgendwie mit Undine oder so aufhören? It's an odd-looking telescope. Ah ja. I'm thinking about getting into the telescope business. It's normally 50,000 gold to use this premium telescope, but since I know you, you can use it for free. How's about it? Use the telescope? Well, come back whenever you want. Okay. Mann, ich bin immer interessiert daran, andere Dinge zu tun. Okay, ich würde gerne raten, was das ist. Was kann das sein? Ist das ein Forzkissen? Huh? You aren't satisfied? Don't worry. I'll give you a full... Ja, er hat mir alles zurückgezahlt. Ja. Boah, das hat sich gelohnt. Ich habe alles wiederbekommen. Use the box? Nein, es gibt nichts, was sich verändert hat, itemtechnisch. Wir könnten mal langsam wieder Items finden. Wie ist das? Die liegen hier überall auf dem Boden? Kann ich die auch irgendwo antippen? It's a box for store punch cards, was? Punch cards? The ancient glyph have been painted over with a list of 21 different flavors. Das was? I relocated my store, but there are still no customers. Fortunately, I thought of a solution. Punch cards. Every time you buy an ice cream, you can take a punch card from the box. If you have 3 cards, you can trade them for a free ice cream. They're sure to get
the customers to come back. Ach ja, das war auch noch geil, wo ich beim ersten Mal gesehen habe, hä, 219 Gold, ja toll, wie viel habe ich denn? Und dabei waren diese 219 Gold das, was ich habe. Nice cream, it's the frozen tree that warms your heart. Hat er seine Preise erhöht? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, aber eins nehmen wir mit. Super, here you go. Your card's in the box. You get the ice cream. Yay. Wer bist du? What's a star? Can you touch it? Can you eat it? Can you kill it? Are you a star? Ja, wahrscheinlich bin ich das. Oha, wir sind, wo sind wir hier nur wieder? You hear a passing conversation. So, don't you have any wishes to make? It's kind of stupid. Oh, kommt hier gerade ein Witz? Wo ist denn das nächste? Oh nein. Puh, das haben wir gerade so hingekriegt. Da ist irgendwas. It's a pair of ballet shoes. Will you take... What the fuck? Was passiert hier mit uns? Ein Tütü? Ballettschuhe? Das hat doch schon wieder irgendeinen bösen Hintergrundgedanken. Hello, this is Papyrus. Remember when I asked you about clothes? Ah. Well, were you not, dear human, Papyrus would never betray you. You said you were not wearing a dusty tattoo. So, of course, I actually told her you were indeed wearing a dusty tattoo. It pained me to tell such a bold-faced lie. But since you aren't wearing a dusty tattoo, she surely won't attack you. Now you are safe and sound. Worry, this is hard. I just want to be everybody's friend. Gut, dass wir ihm das erzählt haben. Also irgendwie schien doch richtig gewesen zu sein, aber... Ach, kommt dann gleich eine andere Stelle, oder? Ach, Mann. Okay, dann kann ich jetzt irgendwas Grünes hier sammeln. Das Geschenk ist angenommen. Gut. Ach man, wieso kann ich das nicht? Muss es immer so häufig dauern? Yay. Und wir haben gewonnen. Okay, 55 Gold, das ist voll gut. Können wir jetzt einfach hier durchkommen, bitte? So, kommt jetzt der Wunsch? Don't say that, come on. I promise I won't laugh. Ah ja, bald werden wir bestimmt auch erfahren, was der dämliche Wunsch ist. Ach komm. Ach komm. Nee, halt. Wir fangen immer hiermit an. Dann können wir uns immer grüne Pellets holen. Oder auch nicht. GG. Was? Fuck. Wieso nicht? Ach, ich muss einmal grünes Zeug aufgesammelt haben. Oh Gott.
Na klar. Na klar muss ich das. Na super. Ja, okay. Jetzt lässt er uns aber. Jawohl, so funktioniert das. Okay. Ach man, also das mit den Armen, das ist schon eine ganz schön dämliche Sache. Yay, gewonnen und 55 Gold. Was steht hier? The power to take their souls. This is the power that the humans feared. Okay. Ah, jetzt. Na, ganz so habe ich das nicht in Erinnerung. Ah, doch, da oben. Oh, ist die Kawaii. Hey, there. Noticed you were here. I'm Onion-san. Also, Zwiebel-san. Onion-san, you're here. You're visiting Waterfall, huh? It's great here, huh? You love it, huh? Yeah, me too. It's my big favorite. Even though the water's getting so shallow here. I have to sit down all the time, but... Hey, that's okay. It beats moving to the city. And living in a crowded aquarium. Like all my friends did. Okay. And the aquarium's full. Anyway, so even if I wanted to, I... That's okay though, you hear? Undine's gonna fix everything, you hear? I'm gonna get out of here and live in the ocean, you hear? Kann ich in die andere Richtung gehen? Wahrscheinlich. Kann ich auch mit dir reden? Nee. Hey there, that's the end of this room. I'll see you around. Have a good time. In Waterfall... Wenn ich jetzt hier wieder lang gehe. Da unten ist was. Das sieht man. Da ändern sich die Partikel. Wenn ich hier wieder lang gehe. Halt, wir gehen einfach nochmal raus und rein. Na? Did you hear me? Did you hear? You're back. I'll tell you a big secret. I'm starting a band, you hear? It's called the Red Hot Chibi... Chibi Peppers. All I thought of is the name. And I don't play instruments or sing. Well, do you think we'll be popular? Darauf habe ich gewartet. Einfach innerlich abgestorben. Damit ist er einfach innerlich abgestorben. Ich weiß gar nicht. Ist das quasi ein Mord? Habe ich ihn jetzt umgebracht? Innerlich? Oh Mann. Das wäre scheiße, wenn so zum Beispiel Full-Pazifist-Mode-Dingensens weggehen würde. Was ist das? Siren hides in the corner, but somehow encounters you anyway. Was ist das? Turn thief. She's too ashamed to sing her deadly song. Mhm. Oh Gott. Thinks about doing karaoke by herself. Soll ich auch hummen? You hum a jazz ballad. Siren follows your melody. Sire, sire, simi, simi. Schön. Seems much more comfortable singing alone. Ah, fertig. Yay. Dann sing mal weiter alleine. Viel Spaß. Ja, singen unter Menschen ist immer döver als alleine. The Northern Room hides a great treasure.
Halt, kommt hier jetzt irgendwas dazu? This power has no counter. Indeed, a human cannot take a monster's soul. When a monster dies, its soul disappears. And an incredible power would be needed to take the soul of a living monster. X ist quit. Was? Achso, X ist quit. Punkt. Links, unten, rechts, oben. There's a piano here. Play it? Ja. Muss ich dann Reihenfolge kennen? Achso. Und X ist quit. A haunting song echoes down the corridor. Won't you play along? Nein. Ach du weh. Only the first eight are fine. Oh Gott. Wie soll ich das denn machen? Komm mal her. Mädel. In the corner. Ja, aber die Zeit ist auch schon nicht mehr so schön. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen voraufnehmen. Das heißt, eventuell werden wir einfach versuchen, jetzt kurz zu speichern. Aber das werden wir vielleicht noch irgendwann machen. There's only one exception. The soul of a special species of monster called a boss monster. A boss monster's soul is strong enough to persist after death. If only for a few moments. A human could absorb this soul, but this has never happened. And now it never will. It's a statue. The structures at its feet seem dry. Dry? Aber es regnet doch die ganze Zeit da drauf. Kann ich bitte speichern? Please take one. Inside the statue, a music begins to play. The music continues and doesn't stop. Oh! Das war meine Powerbank. Egal. Ah, cool. Ich habe eigentlich gedacht von ihr und das müssten wir so raushören, das wäre ja voll krass gewesen, aber das geht. The first eight ones will be fine. Das sind aber nur sieben. Halt. Ich glaube, dann wäre es wieder Fall nach unten, so wie er die Geräusche macht. Also falls es dann wirklich noch nicht vorbei war, dann würde ich nochmal nach unten gehen mit dem Pfeil. Ah! Hä, wieso denn 8? Das waren 7. Cool. It's a legendary artifact. Will you take it? What? What? Was tue ich? Hä? Was? Was?
Habe ich da gerade was versaut? Was? Oh nein. Das war ja mal dämlich. Was wäre denn passiert, wenn ich den Hund, oder vielleicht ist er auch nur oben in dem Raum, aber wenn ich den jetzt hier rausgelassen hätte und dann wäre ich wieder hochgegangen. Hätte das was verändert? Verdammt. Ach. Los, komm, Speicherpunkt. Das passt voll gut hier aufzuhören. Yo, you can't hold an umbrella either. If you're walking anyway, I guess I'll go with you. Haha. Let's go. Hä? Yo, I already looked. Andine's not over here. So I guess I'll see you later. Haha. Okay. Yo, you got us an umbrella? You're the best. Dankeschön. Ich will jetzt nicht noch kämpfen. Bitte. Man, Andine's so cool. She beats up bad guy and never loses. If I was a human, I would wet the bed every night. Knowing she was gonna beat me up. Haha. Sicher, dass du nicht auch so das Bett jede Nacht wettest? So, one time, we had a school project where we had to take care of a flower. The king, we had to call him Mr. Dremur, volunteered to donate his own flower. He ended up coming to school and teaching the class about responsibility and stuff. That got me thinking, yo, how cool would it be if Andine came to school? She could beat up all the teachers. Okay. Das wäre aber nicht so vorteilhaft. Maybe she wouldn't beat up the teachers. She's too cool to ever hurt an innocent person. Ich bin innocent. Ist das eine Cutscene? Ah, ne. Och, bitte nicht. Das sieht schon wieder so special aus. Ich will jetzt nicht kämpfen. Mein Freund, du bist ein bisschen zu nervös. Oh Gott, solche Prankster. Yo, this ledge is way too steep. Yo, you wanna see Andine, right? Climb on my shoulders. Yo, you go on ahead. Don't worry about me. I always find a way to get through. Ja, ich sehe schon. Ach nein. Speichern, speichern, speichern. Woo! The humans afraid of our power declared war on us. They attacked suddenly and without mercy. Ich hab mercy. The serene sound of a distant music box. It fills you with determination. Okay, das lesen wir noch und dann beenden wir erstmal den Part. In the end, it could hardly be called a war. United, the humans were too powerful and us monsters too weak. Not a single soul was taken and countless monsters were turned to dust. Okay. Krass, wie uns hier die Story so Stück für Stück erklärt wird und dass die Menschen mal wieder böse waren und Shit gemacht haben. Ja, das war wieder eine etwas längere Folge. Gut, vielleicht wird die nächste etwas kürzer. Ich werde jetzt auf jeden Fall 4 davon aufnehmen müssen und in der Minecraft-Folge von morgen werdet ihr auch nochmal ein bisschen was erfahren wegen Urlaubs-Stuff und so. Aber das Video kommt ja heute. Ja, genau, dann passt's ja. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.